So, hey, na, wie geht's euch mal wieder? Wenn ihr hier seid, dann seid ihr halt hier. Boah, nee, ich nehm die lustige Hupe. The funny one. Boah, bei seinem alten Wagen nähern und sehen und Scheinwerfer ranmachen, ist ein Verbrechen. Tut mir leid. Oh ja, ich hab eine Idee. Xenon, Licht, Seitenverkleidung. Irgendwie passt der GT-Flügel ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Ich mach mal den GT-Flügel ran. Was denn? Was? Felgentyp. Carbon S-Racer. Reifen. Okay, ich bin schon fertig. Aber bei deinem Wagen kann man bestimmt auch mehr machen. Bestimmt. Okay, denk dran, vorsichtig zu bleiben. Ja, ich fahr definitiv vorsichtig. Zerstört werden. Heißt, wir brauchen Musik. Machen wir kurz Musik an für die Aufnahme. Ja, sag das doch vor, ey. Ich mache jetzt keine Musik an. Mir gibt's Geld zu holen. Viel Geld. Naja, 100.000. Leicht, über die du dir nicht vorstellen kannst. Aber nur für einen ungeschliffenen Phil-Gegner. Diamant. Ja, ich bin schon ausgeschieden. Ein Phil-Enemy-Stand-User. Fucking naja, nein. Gut, dass ich diesmal auch einen dabei hab. Auch wenn das jetzt irgendwie Lore-Gore ist, dass man den Parts ja nicht passt. Tommy Gun Overdrive! He can't keep getting away with this. Yes, he can. Heißt, ich geb dem Militärgewehr, weil es gut aussieht, immer wieder neu schockst. Und immer wieder. Sagt es, fuck you, ich war 600.000 Dollar Verschwendung. Komm auf die MG-Seite des Lebens. Okay, ich empfehle immer noch das Gefecht zu gehen. Ich empfehle auch das Gefecht zu gehen. 9 von 10 das Gefecht zu gehen. Nein, das ist wohl eher 9,5 von 10. Moment, dann hat oh mein Gott gesagt. Oh mein Gott, ist eine Jojo-Reference, weil Joseph Joestar in Part 3 öfters oh mein Gott sagt. Ja. Also das ganze Mittelalter ist einfach so eine große Jojo-Referenz. Ja, genauso wie wäre in diesem Fall auch eine Jojo-Referenz. Heißt, ich wollte gerade... Das ist eine Jojo-Referenz, alles gut. Ich wollte eben fast eine Rakete darauf schießen, auf das Fahrzeug. Hey, so einen Fehler sollte ich machen, nicht du. Lass das. Hallo? Ich kann das nicht mal bumm machen? Danke. Nicht mal mein Stand konnte mich retten. Das heißt, dein Wille zu kämpfen war einfach zu schwach. Ja. Ich weiß, es ist ein Witz, aber es stimmt noch mäßig sogar überein, dass man dann sterben kann. Wie ich schon mal gesagt habe, es kann dann, dass dein Stan einfach dich tötet, weil dein Wille zu kämpfen zu schwach ist. Aber wieso? Also kämpft man gegen Stans an oder sind die irgendwie nur da? Man kämpft nicht dagegen an. Der Fall, wo das tatsächlich zum Nachteil wurde, da ist die Person vorher zuerst eine Krankheit und dann gestorben. Ja, ich hatte gerade hier als Aufgabe gehabt, wann dürfen sie die am Tage auch die Nebelscheinwerfer einschalten.
Und da war als eine der Antwortmöglichkeiten Eis auf der Windschutzscheibe. Du darfst doch gar nicht fahren, wenn Eis auf der Windschutzscheibe ist. Nee, im Falle darf man einfach eine Nebelscheibe fahren machen. Das einfach anmachen. Junge, du darfst damit nicht mal losfahren. Nee, einfach anmachen und gut ist. Passt schon. Ah, oh, das geht schon, so ein bisschen Eis hält mich nicht auf, ist doch durchsichtig. Thais ist das Packed Eis. Oh nein, dann ist es blau und undurchsichtig. Am besten ist es noch Blue Eis. Ja, dann ist es noch blauer und noch undurchsichtiger. Ich sollte mir den Wagen hier vielleicht mal kaufen, nachdem ich mir den Jet... Sollst du den Wagen gleich mal kaufen? Und ein Gefechts-MG, ey. Ja, das ist ein Gefechts-MG, das kann ich nur empfehlen. Ich weiß schon, wie ich die Aufnahme nennen werde. Wie ich das Video nennen werde. Ich empfehle das Gefechts-MG. Nenn's doch Jojo-Referenz. Wir alle lieben Jojo-Referenzen. Ja. Aber was ist mit den Leuten, die Jojo hassen? Aber Jojo hassen... Ja, das sollten nicht deine Zuschauer sein. Nein, das ist auch nicht so, aber Leute, die Jojo hassen, hassen es. Aber hassen sie die Serie oder... Ich weiß nicht, aber Leute, die Jojo hassen, können Jojo nicht hassen, weil das wäre eine Jojo-Referenz. Ja, eben. Destroyed. Ja, destroyed. Okay, flawless victory. Ja, fast. Flawless victory. Boah, Phil, das musst du jetzt auch... 69. Was? Das musst du jetzt einmal teils erstatten, die 96 Dollar. Ja, ja. Witzige Sache ist, ich wiege 69 Kilo. So viel wiegst du, 69 Dollar. Ich wieg einfach nice. Na, ich glaube... Ich wieg nice. Das heißt... Du hast dein Boss gefüllt. 20 Kilo mehr als ich, oder wie? Ah, du kriegst... Anscheinend. Ich bin weniger. Halt chonky. Na, so. Ja, das hätte nicht... Reign Supreme. Ich bräuchte irgendwie so ein Outfit, was wie so ein SWAT-Member aussieht, das wäre cool. Overdrive! Das ist nicht akut. Leider habe ich das, als du das erste Mal gemacht hast, war das noch nicht auf Aufnahme. Das wäre aber echt witzig gewesen. Das war richtig funny gewesen. Also es war richtig funny. Ihr habt es zwar nicht gesehen, aber es war richtig witzig. Oh Mann, das tut normmäßig irgendwie weh. Der Tommy Gun Overdrive ist aus Part 2, aber dieses Outfit ist aus Part 4. Und Spoiler Alarm! Die Tatsache, dass Jota stirbt, ist aus Part 6. Du hast jetzt alle seine Zuschauer gespoilert. Ich hab Spoiler Alarm gesagt. Dann schneid es raus. Hier wird nicht geschnitten. Hier wird nicht geschnitten. Hier wird höchstens ein Cut gesetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Und da sind wir wieder von der Werbung. Waren wir hier weg? Ja. Nein. Hab ich doch gerade eben gesagt. Nein. Das heißt, wollen wir uns aufhören zu bekämpfen? Ja, einen Moment, ich muss dich mal eben Ich hab 3000 Dollar gekriegt. Nur wegen. Ich würde auch nur das Tommy Gun verwenden, weil das Drip hat. Ich bin kein Lame-ass Stand-User. Da warte ich. Pass auf, wie ich jetzt gleich Plot Armor krieg. Thais initiiert gerade die Hex. Du.
shit. Au. Au. Ja, jetzt können wir aufhören. You want war, you get war. But in the civilized way. Du hast mit billigen Laser von Frage. Ey, das war ein MG. Ey, das war ein MG. Ja, Thais, warte, schieß mich nicht ab. Ich hol das Laser-MG raus. Nein, will ich nicht. Er hat einfach Plot Armor. I'm coming for that fucking Plot Armor, boy. Ich bin Part 6, da hab ich kein Plot Armor mehr. Weil ich nicht mehr der Main Character bin. Haja! Wieso lebst du noch? Ich hab dich voll mit der Säge getroffen. Wo bist du denn? Oh no. Okay, wir werden da auch noch mit uns.